Hallo und herzlich willkommen zu Spelunky. Ich will mir mal kurz die Abkürzung angucken. Moment mal. Das war die Abkürzung zum Tempel? Ich dachte, das wäre die Abkürzung zum Alien-Mutterschiff. Nein, das war wohl falsch gedacht. Okay. Ach, ist das gerade Kacke. Aha. Gut, es ist das erste Mal, dass ich so eine Abkürzung nehme und dann gleich bis nach hier. Ist vielleicht nicht so eine kluge Idee. Hier, komm mal her, kleiner Mann. Großer Mann. Whatever. Gut, wir haben kein Upgrade und nichts, ne? Es ist eigentlich total dumm, dass ich gerade hier lang gehe. Nehmt den Pfeil mal mit. Man weiß ja nie. Okay. Hier unten steppt ja der Bär. Ah ne, die fallen nicht runter. Schade. Okay. Ich bin gespannt. Das sieht bisher gar nicht mal so doof aus. Gut. Tschüss. Wow. Okay, und durch. Na hey, das ist ja gar nicht mal so dumm. Jetzt sind wir schon bis zum letzten Tempelgang gekommen. Ist vielleicht doch nicht so schlecht gewesen, wie ich immer dachte. Sehr gut. Haha, ich habe die Falle zum Nutzen. Ich habe mir die Falle selber zum Nutzen gemacht. Ich komme mir gerade total badass vor. Okay. Gut. Oh. Dieser Block sieht sehr, sehr vielversprechend aus, obwohl ich nicht so genau weiß, was er macht, aber ich kann ihn nicht aufheben und sonst auch nichts damit tun. Aufwärts bitte. Ich habe das Gefühl, wir müssen den Schlüssel tatsächlich bis hier hinbringen und können dann dort was aufmachen. Vielleicht. Das weiß ich nicht so ganz, aber ich schließe einfach mal darauf. Sie ist ja bis jetzt verrückt. Wir kommen gut voran. Dafür, dass wir halt im Endeffekt nichts haben, ist das cool. Okay, Vorsicht. Danke. Okay. Wenn ich ein Ausgang wäre, wo würde ich denn dann stecken? Da unten. Okay. Sehr schön. Und sehr schön. Perfekt. Bitte noch einmal bewegen. Ich möchte nämlich. Ew! Ich möchte nämlich, dass du kaputt gehst. Gut, nehmen wir den mit. Ii. Und da ist der Ausgang. Das hat sich gelohnt. Okay. Okay. Und durch. Krank. Wow. Kommen wir jetzt vielleicht sogar bis dorthin, wo ich bei einem Mal war, wo wir nicht aufgenommen haben. Das wäre echt. Ja! Da bin ich bei dem einen Mal, wo ich nicht aufgenommen habe, angekommen, ja? Übelst krank. Und hier habe ich auch den einen Charakter bekommen. Sehr gut. Und ich bin mir echt sicher. Oder eben nicht sicher. Ich bin mir. Wie gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher. Aufwärts bitte kurz. Der versteckte Charakter war übrigens hier oben irgendwo. Also auch in so einem Sarkophag, wie es sich halt gehört. Und die Musik deutet an, dass das ein Bosskampf ist. Und ich glaube, ich hing eine gepflegte halbe Stunde in diesem Raum. Und ich glaube, ich gehe mal ganz kurz nochmal nach oben. Ich möchte ihn erstmal besiegen. Dieser Olmec, dieser riesige Kopf. Oh, das gibt's doch nicht. Wie viele Treffer braucht denn der noch? Also auf jeden Fall müssen wir diesen Totenkopf oder diesen Goldkopf oder whatever besiegen. Und dafür müssen wir ihn dazu bringen, wie man hier sieht. Mach mal hier dein Ding. Nee, so nicht. Genau, das da. Damit stampft er. Und wir müssen ihn bis ganz nach unten stampfen lassen, quasi, damit er nicht aus dem Bildschirm rausstampft, aber da ist dann Lava. Okay, sehr schön. Oh Gott, und das kann er nämlich auch leider. Wenn er so stampft, dann kann er leider Gegner beschwören. Das ist sehr hässlich. Blöd. Ja, das ist sehr hässlich, wie bereits gesagt. Und ich bin mir sicher, wir wobbeln einfach mal über den Gang. Nein, ich Quatsch. Ich meine, ich muss irgendwie halt bis nach ganz unten.
Okay. Okay. Tab. Okay, Olmec. Wir sind beim letzten Mal nicht an Olmec gestorben? Komisch. Der Legende nach hält der Olmec-Fluch die Menschen in den Höhlen gefangen. Ich glaube, er hat uns gerade seltsam an der Wand zerquetscht. Ich glaube, das war jetzt relativ unfair für uns. Aber ja, das ist dieses Monster. Ach so, Zamalen, ja, so sieht's aus, als wäre ich kein Gegner für den mächtigen Olmec gewesen. Vielleicht beim nächsten Mal. Oh, es ist sogar ein anderer Text, der extra dafür gedacht ist. Schön. Ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn wir genug Bomben dabei haben, können wir den Gang vielleicht nach unten komplett freisprengen. Bin mir nicht so sicher. Er stampft, glaube ich, auch, wenn wir unter ihm sind. Das heißt, sollten wir einen Tunnel sprengen können zur Seite und uns drunter stellen, stampft er den Weg bis nach unten. Ist aber jetzt kein Garant dafür, dass das gut wird. Naja, ich würde sagen, ich hänge das mal noch an das letzte Video ran, vielleicht, oder so. Mal gucken. Das waren ja nur 4 Minuten. Oh, ich probier's nochmal. Wir machen mal weiter. Ich sehe dem Ganzen jetzt etwas besser entgegen. Ich übe mal noch die Gegend hier. Ich wundere mich übrigens, warum jetzt hier diese kleinen Insekten nicht rumspringen. Die sind doch eigentlich hier das Markenzeichen für diese Gegend. Also als Minitier. Ja, ist schon recht. Okay. Ach, Mist. Was ich mit den Mumien mache... Oh, Mist, das ist ungünstig. Okay, warte mal, ich will einen Eintrag sammeln. Habe ich jetzt einen Eintrag von den Fliegen bekommen? Nein, verflucht. Eine alte Mumie hat sich an der Menschheit gerecht. Na, das war jetzt nicht, was ich bezwecken wollte. Das war auch nicht, was ich bezwecken wollte, ehrlich gesagt. Okay. Das war ja super geil. Ja, wir warten mal. Ach, ist das gerade Kacke. Ja, läuft brillant übrigens. Oh nein, warum habe ich mich denn so hier hingestellt? Ach Gott, das war jetzt der schlechteste Versuch, den ich machen konnte. Nein, danke. Du hast mir gerade geholfen, Junge. Danke. Cool. Das hätte ich nie geschafft, wenn der Typ da jetzt oben nicht reingesprungen wäre. Manchmal ist Warten ja gar nicht so verkehrt. Gut, okay. Den habe ich auch noch nicht einmal besiegt. Also nicht diesen Käfer da, sondern den Anubis-Verschnitt. Der auch genau beim Ausgang steht, merke ich gerade. Was ist denn das jetzt? Komm mal runter. Wie weit kommst denn du? Oh oh. Ich muss aufpassen. Warte mal, aufwärts. Kann ich? Ah, er ist nicht dumm. Das stört mich. Ich habe ihn nochmal getroffen. Vielleicht kriege ich ihn ja wenigstens einmal kaputt. Warte mal. Okay. Ich möchte wenigstens diesen Eintrag haben. Okay, sehr schön, sehr schön. Das war gerade nicht gut. Komme ich noch durch? Machen wir den unteren weg. Sehr gut. Und jetzt komm mal bitte wieder hier rüber. Den kann ich gerade nicht gebrauchen. Aber voll gar nicht. Jawohl, 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 jawohl. Gut, 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 das ist auch eine Idee. Oh, aber wir haben ihn als Eintrag, auch gut, Anubis. Ein schakalköpfiger Gott, der über die Welt der Toten herrscht. War jetzt nicht die Art von Eintrag, die ich in diesem Moment wollte. Ich wollte auch rausfinden, ob er was verliert, um ehrlich zu sein. Wir machen mal noch einen Versuch. Bin mir nicht sicher, wer weiß, wie es wird. Die Abkürzungen sind vielleicht doch gar nicht so dumm. Das konnte ich euch wenigstens einmal Olmec zeigen. Und das hätte ich, glaube ich, so erst in 100 Jahren geschafft. Kann ich dich ohne... Oh, Mist. Man kann die Mumie nicht ohne die Stiefel besiegen. Das ist auch echt gut zu wissen, aber im Moment gerade echt Mist. Okay. Und das ist der Ausgang. Schön. Nervig. Aber ich finde es sehr interessant, die Gegner hier unten scheinen sich alle gegenseitig besiegen zu können. Die Mumie konnte die anderen Viecher besiegen, der Anubis konnte die Viecher besiegen. Das ist interessant. Da war gar nichts zum Aufheben, sah nur so aus. Bäh.
Ja, hier, da seht ihr es ja. Die besiegen auch den. Den habe ich irgendwie gerade nicht mitgeschnitten. Tja, Mumie, da guckst du. Okay. Ich würde sagen, das war jetzt ein netter Versuch. Das war ein seltsames Video. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich versuche, den Weg wieder von Anfang an zu machen. Ich denke, wir können da eher was reißen. Ich finde es sehr schade, dass wir nicht die Aliens noch als Abkürzung bekommen und den Wurm. Was sagst du eigentlich noch zu uns? Ah ne, Space. Eine Abkürzung bin ich schon... Blablabla. Ne, das sagt mir auch nichts Neues. Schade. Ich forsche mal, ob es noch mehr Abkürzungen gibt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und in diesem Sinne, bis dahin. Euer Elig. Bye.